Willkommen bei einem neuen Let's Play von mir namens Gunpoint. Ich würde sagen, Stealth Indie Game. Wir sind hier der Detective. Und da oben wurde gerade mal einer schön getötet. Ja. So. Das Ziel ist es immer, so in den Leveln, ohne möglichst entdeckt zu werden. Ja. Halt möglichst ohne entdeckt zu werden durchs Level kommen und wenn es nicht anders geht, können wir auch Waffen benutzen. Wir können hier springen, können klettern. Wir können nachher auch noch Fähigkeiten erlernen. Und ja. So, wir sehen hier schon, die Kamera hat hier so einen Winkel. In dem Bereich sieht sie uns halt. Und ich glaube aber, in dem Level ist es noch nicht so tragisch. So, hier wurde halt jetzt gerade jemand ermordet. Wie wir sehen. Da unten. Und ja, dann gehen wir mal weiter. Sekunden früher. Congratulations on purchasing your new Bob Frog brand hyper trousers. Ja, da hat er sich so eine Superhose gekauft, wo er halt so hoch springen kann, was er jetzt versucht. Ja, und dann kam er halt zu diesem Mord. Und jetzt versucht er das im herausfinden, wer diesen Typen getötet hat. So. Und hier haben wir halt auch typisches, so im, wie heißt es denn nochmal? Wie heißt das Spiel nochmal? Metal Gear Solid. Und halt hier auf dem Handy und telefonieren, beziehungsweise schreiben mit dieser Person, die halt für ein gewissen Unternehmen arbeitet. Und dieses Unternehmen versucht halt herauszufinden, wer diesen Mann getötet hat vorhin. Yo. Jetzt lese ich das mal ganz kurz durch. So. So, jetzt hatten wir hier ja, Rook has disconnected. Das heißt, wir beenden den Call und sie hat hier eine Mission für uns. Müssen wir halt in ein Haus eindringen. Und bestimmte Daten sammeln. Die akzeptieren wir mal. So. Jetzt kommt sie natürlich wieder hier an, ey. So, how do I get in? I've had one of our tech guys open the front door for you. The electrical systems are hackable from here, but for obvious reasons their servers aren't. I've seen your record. This will be well within your abilities.
Once you're in, the scrubber script I'm sending you will auto-wipe anything with today's date ending in MP4. Got it. Start Mission. So. Gut, so, jetzt ist hier unten ein Tutorial. Hold on left mouse button to aim a jump. Ja, jetzt können wir natürlich hier so drüber springen. So, jetzt sehen wir hier schon das Gebäude. Jetzt müssen wir hier hochklettern. Das weiß ich natürlich nicht, wie wir am besten... Genau, da unten ist eine Tür. So, jetzt können wir natürlich ganz klassisch den Aufzug benutzen. Um mal da hochzufahren. So, dann haben wir hier auch noch so... kleine Extras. So, haben wir das kopiert und gehen dann wieder direkt zur Mission rüber. Ja, und schon hacken wir das. Die ganzen Daten, wie wir sammeln müssen. Jetzt wollen wir natürlich mal hier durchspringen. Genau so. Like a boss. So, jetzt sehen wir hier natürlich ja, neues. Ich habe jetzt das Fenster kaputt gemacht. Aber wir haben trotzdem einen A-Plus bekommen. Warum muss ich immer so viel schreiben? Officer backed up at four more facilities. The others are slightly better guarded, but nothing too taxing. I'll give you the addresses in your order. In order of security sense, frankly. I have no idea how good you are. Okay. You'll see a mission briefing for a job on Proudmoor Drive. Take it. I think so. I will take it. So, jetzt haben wir hier natürlich einen Shop. Jetzt können wir hier einmal Crosslink, da können wir elektronische Geräte verbinden, kurzschließen, einschalten, was auch immer. Das ist aber auch das Einzige eigentlich, was ich so kenne. Dropshot ist halt, dass wir, wenn wir runterfallen, leise runterfallen. Und ja, sonst halt die ganzen Upgrades, die wir uns holen noch werden, die wir uns noch holen werden. Krass, ey. So, jetzt haben wir hier Upgrades. Da können wir einmal den Sprung schnell aufladen und einmal höher springen. Ich werde einmal hier und einmal da machen. Das wäre wohl das Sinnvollste, ne? Jetzt kommt sie wieder. The Westfield Facility has better security. My guy can open the front door for you. But the door to the server room is secure. Two guards working tonight. Whoever's in the server room can probably open the door to it. So get him to do it for you. Got it. Okay, start mission. So. Jetzt sehen wir hier schon die beiden Truppen. Beziehungsweise Wachleute. So, jetzt hau ich den mal eben platt. Das ist nämlich ganz cool. Weil ich habe den jetzt angesprungen, ne? Ist ja klar. Und jetzt gehen wir runter. Haben wir hier einen Laptop. Copy and close. So,
Dann haben wir den auch. Hacken wir das schnell. Und verschwinden wieder. Raus hier, aber schnell! Schnell! Ja, so. So muss das doch sein. Psychopath. Continue. So, jetzt haben wir hier, jetzt holen wir uns mal dieses Crosslink. Und akzeptieren direkt die nächste Mission. I can't open the server room door on Alice Street. And there are no guards working tonight. You will have to do it by yourself. Wie? Rookestop. Any building wired in the last 20 years puts everything on a single power grid. The way things are connected is all handled in software, and software can be hacked. If you have got a crosslink, you can see all the connections and drag them around to work however you want. Make a light switch, open a door, whatever. What actually is a crosslink? It's just a mod for your phone that lets you hack into a buildings and electronics and rewire stuff. Some security geek put it out in closed beta. The only people using it are espionage, operatives and asshole kids. Got it. Start mission. So, switch to crosslink mode with the mouse wheel or alt. Ah, okay. Oh, die Tür ist auch auf. Okay, da unten haben wir noch einen Computer. Ich sag raus! Okay. Ja, so einfach ist das dann. Ich habe einfach den Schalter mit der Tür verbunden. Sodass wir halt durch Drücken des Schalters die Tür aufmachen. So, gehen wir nicht durchs Fenster, sondern... sondern durch die Tür, damit es ein bisschen leiser ist. Ja, so muss das doch sein. Ein Upgrade-Point haben wir bekommen. Ich mache wieder auf beide drauf. Das ist wohl das Sinnvollste immer irgendwie. So, okay, schon mal $35, das bringt uns gar nichts. Was ist denn das? Gatecrashers, kickdown doors, okay. The next terminal is on Locksley Close. By the way, be careful with power sockets. They will emit a shock if you crosslink something to them. Na gut. Ja, vielleicht können wir das ja auf eine gute Art und Weise nutzen. Ich überlege gerade, wie wir das am besten machen. So. So, wenn... machen wir das Licht aus. Damit er schon mal ein bisschen... So, er hat das Licht wieder aus angemacht. Jetzt können wir... Was ist denn das hier? Vielleicht können wir den schocken. Wenn ich das anmache, wenn er dran steht vielleicht.